Moin und hallo zu einer neuen Folge LS15 auf der UGF Bayern Map und mit dabei ist der Enrico. Jo. So, weiter geht's auf der Map. Enrico tut das Stroh einsammeln. Ich hole jetzt die letzte Fuhre Weizen von dem Drescher ab, was wir im letzten Part ja noch gedroschen haben und dann nicht alles auf den Anhänger gepasst hat. Also das hole ich jetzt einfach mal schnell. Mit dem kleinen Anhänger. Und dann können wir ja auch weiter Raps dreschen schon. Ja, Aber machen. was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir Bodenbearbeitung. Weil wir hängen da klar. Warum leckt das? Gott, oh Gott, oh Gott. Wo kommt das Stroh eigentlich hin? Beim Hof. Du fährst zum Hof, dann zeige ich dir das. Da. Dann zeige ich dir das, dann kann ich dir das. Weil mit Bodenbearbeitung hängen wir, glaube ich, relativ weit hinterher. Das Feld und das andere auch noch. Ja, ich muss gucken, was da noch nicht alles ist. Gedüngt weiß ich nicht, also könnte sein, dass wir ab Feld 2 und 25 auch noch mitdüngen müssen, aber keine Ahnung. Glaub schon, also. Gewachsen, ja, Feld 25, 2 können wir auch schon bald wieder ernten. 8 und 7 auch, also wir können jetzt dann durchernten. Soweit ich das sehe hier. Außer Feld 11 haben wir alles gesät und gegruppt. Ne, Feld 11 und Feld 17, ja. Ne, 11 ist schon gegruppert. Das habe ich noch offline mal gemacht, schnell. Weil ich da nicht ganz so hinterherhängen möchte mit dem Zeug. Das ist auch doof. Ja. Und wir haben wieder Minus. Im letzten Part hatte ich ja noch nicht den Admin drinnen. Jetzt, wir haben wieder Minus durch das Spulen ja, aber das, wenn Enrico jetzt das Stroh wegkippt, haben wir eigentlich dann wieder, sind wir eigentlich relativ im Plus wieder. Ja, 2000 gibt es fast pro Ladewagen, also dürften wir es wieder haben. Geht ja noch. Ja, wir sind jetzt minus 1200 im Minus. Es geht alles. Wir hatten ja 12.000, 13.000 im Plus vorm Spulen. Ja, das hält sich alles noch in Grenzen. Hat der MB-Truck auch Allrad? Nee, ne? Den Drive Control haben wir nicht drinnen. Wir können Nee, gern. weil der International, der hat Allrad und der Ladewagen, wenn der voll ist, dann zieht er nicht so gut hinterm MB-Truck. Oh, okay, habe ich noch nicht ge. Mit dem Betrag habe ich eigentlich relativ wenig zu tun. Eigentlich nur mit dem hier auf dem Server und das war's. Mehr im Betrag fahre ich eigentlich nicht viel. Ja, hier auf dem Server, der. Ja, der hat auch kein Allrad. Also ich habe es noch nicht gesehen. Komm, scheiß Gartenzaun. Wo steht denn der? Wo steht was? Wo ist der K? Der International? Gut, der müsste bei Feld 11 irgendwo stehen. Oh. Kann ich die Trecker mal tauschen? Wie was tauschen? Den MB-Truck von Grober, weil der mehr PS hat? Uff, mach das. Ich bringe ihn dir oder wir. Nee, ich hol schon ab, ich geh schon. Kartoffeln und Rübenverkauf. Nee, nee, du musst komplett zum Hof, wenn du Stroh abkippen möchtest. Aber ich möchte heute mal ein bisschen sehen, dass da auch was vorangeht. Und vielleicht noch düngen irgendwie. Hä, der Hof ist doch bei Feld 15 so ungefähr, oder? Nee, das ist Hofsilo. Du Oh. musst ganz rauf zu Feld 2. Feld 26, Feld 27, 2 da oben drinnen. Notfalls fahre ich hin. Ah, stellen wir mal wieder das liebe GPS ein.
So, was war jetzt auf dem Feld vorher? Scheiße. Glaub, auf welchen? Auf Feld 11, ich glaube Weizen. Ja. Ja, dann machen wir. Ja, da sehen wir nochmal Weizen, weil wir haben jetzt die ganze Reihe eigentlich nur Gerste und Raps. Oder haben wir hier nochmal Raps hin? Sammeln Ja, im mach Lager. Raps. Gerste kommt. Bringt Gerste, ja, Raps beim kommt. Fliegerhorst bringt das Ich weiß 1296 schon. pro Tonne. Machen wir noch mal. Ja, machen wir einfach Gerste noch mal eine Fuhre. Ist ja egal. Machen wir das. Ich weiß nicht, entweder verkaufen wir nach der Session noch mal eine ganze Reihe oder, weil ich habe ein bisschen geguckt für ein Class. Lexion 550 brauchen wir 200.000. Ohne Schneidwerk gerechnet, also nochmal 20, 30.000 für Schneidwerk oben drauf. Oder wie viel der Schneidwerk kostet, ich weiß es jetzt nicht. Ja, jetzt man auch so um den Dreh. Also müssen wir da irgendwie noch ein bisschen gucken, wie wir das machen. Entweder gucken, dass wir bei einer Nachfrage mal verkaufen. Bloß die Nachfragen hier sind sehr wenig. Ja. Irgendwann haben wir eh den großen Hof. Ja, das auf jeden Fall. Den Lohnunternehmen. Ja. Das wäre das Ziel, oder? Über alle Felder, plus den Hof da oben. Wo fährst denn du hin? Fahr zum Hof. Das ist nicht unser Hof, wo du hinfährst. Ja, doch. Bei Feld 26, 27 und 2. So hört man mir zu. Echt? Oh. Wie war hier oben Kuhstall und so steht. Ja, das steht beim anderen auch. Das steht bloß da in klein. Da steht dann ganz klein Kühe und sowas. Ja, das ich spür auf der Map nicht so viel. Merkt man. Ja. Möchtest du dann eigentlich LS? Kann man LS auf PS3 auch spielen? Ja, glaub schon. Ich? Ja. Hab ich nicht. LS für PS irgendwas hast du nicht, oder? Nö. Bloß den ganzen und Ego-Shooter glaube auch nicht, oder willst du dir zulegen oder? Ja, Ego-Shooter auf jeden Fall. Boah, kannst du das auch mit Xbox-Controller und dann über PC spielen? Ja, aber PC ist kacke, weil du kennst dich damit aus, kannst mir jetzt alles erzählen. Ich nichts auch. Also meine Freunde, die spielen alle auf PlayStation, keiner spielt auf PC Ego-Shooter. Die sagen alle, das ist scheiße, weil du mit C und Maus spielst, auch bei GTA 5 für den PC. Du brauchst halt einen Joystick oder so halt zum Fahren. Ja. Weil du kannst, wenn du lenkst, und dann bist du richtig doof. Da. Die Ego-Shooter spielen alle auf PlayStation oder Xbox, aber halt die richtigen, also die großen YouTuber, die ja, Black Ops und so spielen alle auf PlayStation. Ja, die kennen sich damit mehr aus, die befassen sich ja damit jeden Tag. Ja. Also, du möchtest das ja auch ein bisschen machen, aber mich brauchst du da nicht so fragen, also. Fallout 4 hole ich mir auch. Ja, ich auch. PC. Ja. Anderes Zeug habe ich ja nicht, also. Werde ich mir auch nicht zulegen, denke ich mir. Also, da müsste gerade ein Sinneswandel bei mir eintreten. Also, ich denke nicht, dass ich mir irgendwann PS4, PS5, etc. irgendwann mal kaufen werde. Vielleicht mal noch eine Xbox-Controller. Controller. Ja, diesen Dinger, wo man auch am PC anschließen kann. Oh, ich suche gerade das Strohlager. Bist du am Hof? Ja. Du bist nicht am Hof. Wo bist denn du? Hä? Ich. Ach so, ich habe bei 25 in 1 verstanden. 26 und 27.
2,6, 2,7, 2. Ja, ich fahr doch hin. Wir bringen dir das heute noch bei. Am Ende des Partners haben wir das noch erreicht. Ja, ja. Ja. Aber Minecraft ist auch sehr, also da musst du richtig gut sein. Wenn du das Let's Playen möchtest, musst du richtig top sein. Ja, also kommt halt drauf an, was du Let's Playen willst. Ja, Minecraft gibt schon zu tausendsten das Zeug, weil Minecraft wurde schon so oft Let's Played. Ja. Projekt Varo ist auch schon ausgelutscht. Es gab jetzt so ein bisschen, dass man ein bisschen Varo immer irgendwelche Varo-Projekte gab oder so. Aber Varo ist ja auch ein Riesenprojekt. Ja. Haben wir Grasmähwerke? Was? Haben wir Grasmähwerke? Nee, wir haben gar nichts. Ey, warum leckt das jetzt? Ja. Es leckt gerade wie Hulle. Ich weiß nicht warum. Weil sonst hätten wir mal. Welchen Mod wir mal mit reinnehmen müssen, ist der Mietmod. Ja. So, dann fangen wir halt nochmal von vorne an. Wieso? Ja, weil es bei mir leckt. Und ich doch übers halbe Feld fliege. Wo ist denn das auf dem Hof? Warte. Du kannst mich auch gerne einsteigen lassen. Dann ich sehe es. Steht genau neben mir, der Hügel. Das ist ein Misthaufen. Ja. Nein. Ich lass mich mal einsteigen, ich komme. Ja, dann. Hackschnitzel oder so. Jupp. Eins weiter. Da, wo so ein bisschen beflecktes irgendwas liegt. Da muss das rein. 60 FPS und warum leckt's dann bei mir wie Hulle? Meine MS springen aber hoch und runter wie. Naja. Dann gucken wir uns mal das an. Wie er uns Geld gibt noch so ein bisschen. Ja, auf der Map ist schwierig. Eigentlich bräuchten wir alles Mögliche. Wir bräuchten Gras, Zeugs, Grasmähwerke, Schwader etc. und Ballenpresse und ja. Und einen größeren Drescher eigentlich auch, weil ja, mit dem kleinen Dingensen da neue Felder. Aber das Problem bei den Feldern hier auf der Map ist, die sind so schweineteuer. Ja, plus. Ah ja, wunderbar. Wie viele Kühe haben wir? Null. Das sind Plastikkühe da überall in den Ställen. Die gehören uns nicht. Die ist 709 Euro, die sind bloß zur Deko da. Naja, aber ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, denn der Part endet jetzt schon so langsam wieder. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Liken, kommentieren, abonnieren und für neue so weiter. Zuschauer. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao! Ciao!